Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall. Wir wollen jetzt endlich mal diese Burg hier betreten. Und ja, dann mal schauen, was hier auf uns zukommt. Ich höre schon eine Spinne. Und hier ist die Musik jetzt auch mal ganz anders. Boah, jetzt habe ich mich ordentlich erschrocken. So, okay, schade. Ich dachte, das wäre vielleicht Adamantium oder Mithril, was ich mir jetzt schon eigentlich sehr wünsche. Komm, wir gehen hier hin. Obwohl doch, die Musik kommt mir schon noch ein bisschen bekannt vor. Aber nicht aus Daggerfall. Ich glaube, das ist aus Arena noch. Komm, wir bleiben auf der Etage. So. Den haben wir auch. Warum auch immer der Straps hat, aber egal. Ja, aber die Musik ist hier jetzt wirklich, mal was anderes auf jeden Fall. Muss man sagen. Ist das vielleicht eine Tür? Ne. Komm, wir gehen jetzt hier lang. Und hier geht's runter. Komm, wir gehen jetzt runter. Jetzt ist egal. Okay, hier ist niemand. Und hier ist noch eine Tür. Da haben wir jemanden. Aua. Ist das ein Geister oder? Ne, das ist nur ein Feuer, das da durchflimmert. Alter, wie stark ist mein Leben gesunken? Irgendwas ist hier anders. Irgendwie sind die hier stärker. Oder wir schwächer, kann auch sein. Aber wir sind jetzt irgendwie doch nicht infiziert mit irgendwas, oder? So. Ich bin gesund, okay. Da hinten war ja noch eine Tür, glaube ich, oder? Die hier. You pick up a death certificate. Das Ding haben wir schon mal. Eine Todesurkunde haben wir schon. Und jetzt geht hier noch weiter runter. Ui, da kommt was auf uns zu? Ich dachte schon. Ich erschrecke mich gleich bestimmt wieder. Finde aber krass die Musik, die hier jetzt ist. Jo. Okay. Die Gegner hier sind definitiv stärker. Vielleicht, weil das wirklich mit der Hauptquest zu tun hat. So, jetzt wollen wir aber hier mal runter. Aber bevor wir da runter gehen, machen wir jetzt mal wirklich das hier. Jo, Schlachterfisch. So, wir gehen zuerst hier rein. So, den haben wir. Ich dachte schon, der ist jetzt wieder aufgestanden. Okay, hier haben wir aber sonst nichts mehr. Einmal kurz Luft holen.
So. Kann man Schlachterfische auch looten? Ne. Schlachterfische war da nix. Komm. Lassen wir offen. Okay, hier hat sich's am meisten gelohnt, hinzugehen. Dann können wir jetzt wieder weiter hoch. Und ich würde sagen, auch noch einmal ein Safe Game machen. Kann sein, dass wir vielleicht irgendwo was vergessen haben, übersehen haben. Kann ja immer... Da war ja tatsächlich eine Geheimtür. Okay, dann gehen wir nochmal runter. Wenn da eine Geheimtür war. Genau hier. Nee, keine Geheimtür, eine echte Tür. Das war schon eine richtige Tür. So, was gibt's denn hier? Auch nichts. Einmal kurz auf die Map gucken. Okay, mehr gibt's hier auch nicht. Jetzt ganz schnell wieder in die Luft. Und noch einmal ein Safe Game. Okay, wir gehen erstmal hier links rein. Komm, auf. Okay, hier gibt's nichts. Dann gehen wir jetzt hier hoch. Okay, hier gibt's keine Geheimtür. So, wir gehen da lang. Okay, der ging aber schnell down. Und hier geht's wieder runter. Interessant, wie viele Klamotten wir hier jetzt kriegen. Gibt es hier eine Geheimtür? Hätte sein können. So, dann nochmal. Ich glaube, da geradeaus durch waren wir noch nicht, oder? Ja, hier waren wir noch nicht. Das muss doch irgendwann aufgehen, oder? Okay, wir haben sehr viele Gewürze auf jeden Fall. Ingredients. Ingredients sind für mich Gewürze, da... Da werde ich keinen anderen Namen für ausgeben. Ah, und wir sind schon direkt an der Tür. Okay, dann hier können wir alles einmal... einlagern. Wie viele Klamotten wir haben. Hier. Leave this letter not to revenge myself, but as an historic document. So, wo müssen wir noch hin? Nach oben.
Da hinten nach oben waren wir noch gar nicht. Unten haben wir schon, glaube ich, soweit alles erledigt, gesehen, entdeckt. Sieht bisher so aus. Ne, hier waren wir noch nicht geradeaus. Ja, machen wir trotzdem noch einmal den hier. Und dann hier lang. Okay. Geht wieder nach unten. Aber in einem Bereich, wo wir noch nicht waren. Immerhin. Jo. Die werden schon immer besser. Einen Moment. Wir machen einmal den hier wieder. Ah, okay. Das hatte... Ja. War das vielleicht von der anderen Seite eine Geheimtür, die ich nicht gesehen habe? Egal, wir müssen jetzt nur noch nach oben. Denn oben fehlt uns jetzt noch einiges. Wo geht's denn nach oben? Ach so, da. Oder warte, gibt's hier Geheimtüren? Nee, noch. Jetzt bin ich aus dem Bild raus. Okay, hier gibt's noch keine Geheimtüren. Dann müssen die wahrscheinlich oben sein, die ich höre. Hier geht's nach oben. Da ist die. Okay, die haben wir immerhin mit einem Schlag erledigt. Okay, und jetzt. So, immerhin den Zombie weg. Da haben wir nochmal Loot. Und hier auch nochmal nice. So. Sonst gibt es hier nichts. Das ist jetzt ein bisschen enttäuschend. Okay, egal, dann, wenn hier nichts mehr ist. Wir haben immerhin den Brief, den wir brauchen. Und damit können wir ja zurück nach Sentinel, glaube ich. Ne, das war die Richtung, wo wir hin müssen. So, dann können wir ja gehen. So, was sagten hier? I met secretly with an agent of the Underking. Supposedly the Underking had nothing to do with the abduction of Borste. I am supposed to check out Castle Farlem. Wir sind ja hier. Das ist das, was Ursprungsquest ist für das hier. Prince Lothar of Sentinel has asked me to investigate the death of his brother Borste, who has supposedly kidnapped by the Underking years ago. So, und wir haben hier das Brief, oder diesen Brief. Castle Fahle. 2 days I was sealed within this crypt without food or water. I do not know whether hunger or poor health or one of the creatures who share this dank hold with me will kill me first. I only know what I will soon be dead. Not even my bones will remain. My hope is that in the years that come,
This letter will be read in the sad story of wars the Prince of Sentinel will be told. Einen Moment, ich muss husten. So, ich habe Mikro eben kurz ausgemacht, damit ich husten konnte. Damit ich nicht direkt ins Mikro reinhuste. Ich habe ein bisschen trockenen Hals gerade. Und ja. I am 15 years old at the time of this writing and have been plagued with bad health for most of my life. To the frustration of my hearty parents. The finest healers and apothecaries in Western Terminal have labored over my every cough and fever. But while they could save my life time and time again, they could not improve my sickly constitution to retrospect. I received little real affection from the king and queen, embarrassed as they were about begetting such a cripple as the heir of the kingdom. I cannot say I missed the laugh. I received much attention from the doctors, priests and herbalists constantly at court. Certainly I was not to be the sort of warrior that King Cameron was. But one of my dearest friends, a priest of Stendar, said that I might be the first Shola king in the history of Sentinel. My younger sister Aupki was the true favorite of my parents, athletic, beautiful and charming. It is hard to think of an uncomplimentary word for her. I am resigned to my imminent death, and yet I would like to see her once again. For 6 years, Aupki and I were the only children of Sentinel. 8 years ago, the queen had a boy child and named him Greglyph, after the ancient Red Guard word for strong king. Few speak that tongue any longer, but all the scholars and nobles of Hammerfell understood. And Greglyph is a strong boy indeed. I have never so much as seen him cough. Boah, das wird langsam echt schwierig für mich, Englisch zu lesen. Tut mir leid dafür, für mein echt, echt schlechtes Englisch. The queen's next child, born only a year after Greglyph, had an even more ominous birth name, Lothun, second boy. Perhaps had I been less sheltered, more suspicious by nature, I might have read into these nominations. Lothun and Greglyph are common enough names in our family. I reasoned now I know that even then, I was disinherited, even it was not official yet. Es geht ja noch weiter, Leute, Alter. Das wird heute mal eine Lesefolge, und zwar eine sehr, sehr schlechte Lesefolge. Ich entschuldige mich jetzt nochmal ausführlich für mein richtig schlechtes Englisch. Also, ich bin echt nicht gut darin. Ich weiß nicht, was ich noch sagen kann, außer dass es mir leid tut, dass ihr euch das antun dürft. Aber wir versuchen das jetzt nochmal weiter. For several months before Lothun's birth and over 3 years afterward, I was in the throes of a very serious fever. The doctors despaired of me, but somehow and very, very gradually, I recovered. For the first time and the last, I read an expression on my father, the king's face, that was not indifference. It was disgust. That was a fortnight... Okay, that was a fortnight ago. Your fortnight! 3 nights ago, I was seized by a man I had never seen while I was having a walk. My nursemaid stood by watching placidly as I was gagged and tied and thrown roughly into a sack. I do not know how long they rode with me, but I was eventually left here. When I finally freed myself from my bonds, I found that I was alone. My wanders have gotten me nowhere. This place is filled with undead creatures that prevent me from finding any exit. I have no hope left, but no fear either. A few regrets. Perhaps had I studied magic instead of history and science, I could free myself of this place. One of my tutors told me story of the Underking. How he had placed his life force in the body of a powerful being and had thus conquered all Tamriel long, long ago.
Had I only had the strength of a more powerful body like that. But I did not study magic. I studied history. So I leave this letter. Not to revenge myself, but as an historic document. Okay, wir haben das jetzt endlich geschafft, fertig zu lesen. Was eine Qual war, muss ich ehrlich sagen. Und ich würde sagen, wir reisen dann jetzt auf von hier. Komm, wir gehen mal Richtung Süden. Ich habe Bock, hier mal auf der Insel zu bleiben. Ich habe vergessen, dass wir auf einer Insel sind. Dann würde ich sagen, hier machen wir aber auch ein Safe Game auf die 4. So, und dann suchen wir uns mal. Die Frage, die ich mir stelle, wenn ich mir das so ansehe hier, diese Berge. Kann man da auch hoch oder ist das einfach nur der Horizont, der irgendwie so dargestellt wird? Ich vergesse, dass wir immer noch nach Süden müssen. So, sind wir überhaupt noch auf dem richtigen Kurs? Bubisidata. Da wollen wir ja hin. Wir können aber auch das hier mal machen. Okay, aber schneller können wir damit auch nicht. Ich finde es aber interessant, dass um uns herum noch Licht ist. Den kleinen Tümpel da will ich mir mal ansehen. Jetzt kommt der Tümpel ist weg. Wer ist ein Fata Morgana? Und das würde ich feiern, wenn die sowas eingebaut hätten. Fata Morganas. Ah, der ist noch da hinten. Okay. Was sagt denn die Uhr im Spiel? 18.50 Uhr. Okay, es wird jetzt erst dunkel. Aber hier ist sonst nichts. Okay. Irgendwas habe ich jetzt gerade gehört. Warte mal. Das ist doch die Burg, wo wir gerade waren, oder? Nee, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte hier. Ah, okay. Wir sind jetzt... Ja, das ist die Burg, Castle, wo wir waren. Wir sind jetzt aber... statt nach Süden, nach Westen zu weit gegangen. Dann reiten wir mal weiter dahin. Nach Südosten, in der Hoffnung, dass wir dann die Stadt dort finden, oder Dorf, oder was auch immer das ist. Siedlung. Ja, das ist die Burg, wo wir waren. So, jetzt bin ich gespannt, ob wir hier auch noch gleich von irgendwas attackiert werden. Irgendwas müsste jetzt gleich auf jeden Fall kommen zum Angreifen. Boah, ich finde das geil, diese Weitsicht. Für so ein altes Spiel. Wie weit wir gucken können für wirklich ein Spiel von 1996, aus dem Jahr, wo ich geboren bin.
Und ja, ich bin ab dem 4. Mai 27, also ich bin schon so alt wie das Spiel. Eigentlich kann man sagen. Na, ist das schon die Siedlung? Das sieht nach der Siedlung aus. So, können wir das da anklicken? Ja. Tatsächlich, wir sind schon bei der Siedlung. Wir betreten Bubis, wie auch immer. Ah, okay. Um diese Uhrzeit ist das Tor zu. Foot. Klettern wir hier mal hoch. Okay. Ich mache hier vorsichtshalber ein Safe Game auf die. Komm, für hier machen wir mal auf die 1. Weil ich hier. Autsch. Weil ich die Stadt betreten habe, obwohl ich. Okay, wir gehen mal. Okay. Ich bin jetzt aber noch kein Krimineller. Weil ich über die Mauer geklettert bin. Muss ich vielleicht hier jetzt wirklich läutern? Ach, toll. Okay. For a while, sagen wir mal 12 Stunden. Gleich kommen bestimmt ein paar Gegner. Ne, wir konnten hier jetzt tatsächlich läutern, ohne Probleme zu kriegen. Ohne dass Gegner in der Nähe sind. Aber das habe ich jetzt echt gefeiert, dass die uns attackieren, weil wir über die Mauer geklettert sind. Der eine ist noch aggro auf uns. Kann ich mit dem quatschen irgendwie? Nee, kann ich nicht. Wenn ich jetzt abhaue. Ich hoffe, die finden uns dann nicht. So. Ah, hier gibt es eine dunkle Bruderschaft und eine Diebesgilde. Und hier müsste dann ein Laden sein. Genau, gehen wir hier rein. Dem können wir ein bisschen was verkaufen, ne? So, das können wir dem verkaufen. Und hier das alles. Ich habe so das Gefühl, bei ihm kriegen wir weniger für das alles, als wenn wir zu einem Schmied gehen würden. Da hinten ist er wieder. So, wo haben wir? Hier Richtung Norden. Da haben wir den nächsten Laden. Ach, hier haben wir die Bank. Super. Da müssen wir da Richtung Osten, Südosten. Und an dem einen Typen da vorbei, der uns jagt. Wo ich jetzt aber gerade nicht weiß, ob das die Wache ist oder irgendwelche Banditen. So, jetzt nach Süden. Hinter der Kneipe, da müsste das sein.
So, hier haben wir den General Store. Okay. So, der hat jetzt aber nichts, außer den Khajiit-Anzug. Okay, aber dem können wir doch bestimmt was verkaufen, oder? Nee, dem können wir nichts verkaufen. Okay, dann suchen wir mal den Gewürzhändler, der hier irgendwo sein muss. Genau das da. Ach ne, ist wieder so einer. Aber mal gucken, vielleicht hat er irgendwas aus Mithril, Adamantium oder so. Nein, hat er leider nicht. So, der nächste Laden ist Richtung Osten. Also, diese Stadt hat keinen Gewürzhändler. So, okay. Wenn die keinen Gewürzhändler haben. Was mache ich dann noch hier? Also, ja, schauen wir mal auf der Map. Wenn wir noch weiter nach Süden gehen, aus der Stadt raus, wo haben wir hier den nächsten Ausgang? Ein bisschen weiter am Westen. Aber ich würde sagen, das hier können wir auch nochmal speichern. Auf der 1. Gehen wir hier raus. Komm, wir machen mit Karren. Ich finde es schade, dass ich meinen Karren nicht sehen kann. Boah, man könnte so richtiges Roleplay machen eigentlich. So, dass man Händler ist, von Stadt zu Stadt immer reist. Die Map ist ja groß genug dafür, dass du quasi von hier einfach mal so Händler spielst, so hin und her fährst und so weiter. Und in andere Regionen, andere Bezirke, Länder sagen wir mal. Und da einfach mal, ja, ein Händler bist und dann irgendwie nach und nach in jedem Land, Bezirk, sage ich jetzt mal, Region, alle Immobilien irgendwann aufkaufst und so weiter. Das finde ich eigentlich an sich schon geil. Ich finde es schade, dass heutzutage die Spiele nicht mehr so groß sind. Okay, liegt aber auch wiederum daran, dass es viel Speicher braucht und so weiter. Aber trotzdem, also und viel gearbeitet, also viel Leistung frisst und so weiter. Und vieles mehr, wofür ich wahrscheinlich zu dumm bin. Aber trotzdem. Ich würde heute so ein Spiel mit besserer Grafik und so weiter auch nochmal richtig, richtig feiern. Wenn so riesig wäre. Ja, aber ich bin jetzt auch mal gespannt, wie Elder Scrolls 6 sein wird. Dass dieses oder nächstes Jahr, glaube ich, rauskommen soll. Oder ist schon... Ist ein Release davon schon gekommen? Ne, für Starfield. Starfield kommt ja dieses Jahr raus. Das habe ich ja auch noch vor zu zocken. Also zu Let's Play. Ich weiß jetzt nur nicht, ob dieses Jahr oder nächstes. Weil für dieses Jahr habe ich schon sehr, sehr viele Projekte noch geplant. Aber nächstes Jahr... Ich weiß jetzt noch nicht, wann Elder Scrolls 6 rauskommt. Wir werden ja hier auf diesem Kanal ja nicht nur die Elder Scrolls Saga spielen. Wir werden ja auch die Fallout Saga, Assassin's Creed Saga, Gothic und so weiter. Dann wird ja alles noch kommen. Also. Und Starfield werde ich dann auch irgendwo finden, dazwischen zu quetschen. Vor allem auch nach Wrath
Nach Wrath wird auch direkt hier Sons of the Forest als Let's Play dann hier auf dem Kanal kommen. Und dann Outlast und so weiter. Wir haben hier noch sehr viele Projekte auf jeden Fall geplant. Und da freue ich mich auch tatsächlich wirklich schon, wenn Elder Scrolls 6 dann raus ist, das wäre so geil, wenn wir einen sauberen Übergang hinkriegen könnten, so wenn wir dann Redguard, Battlespire von Elder Scrolls gespielt haben, Morrowind, Oblivion, Skyrim, und wenn wir Skyrim durch haben, dass wir dann nahtlos einfach in Elder Scrolls 6 übergehen würden. Das würde ich so feiern, wenn das so klappen könnte. Aber ich bin mir da nicht sicher, ob das auch so funktioniert, ob das so klappt. Okay, wir sind jetzt die ganze Zeit hier Richtung Süden geritten mit unserem Karren. Kann ich auf... Jo, ich kann tatsächlich auch auf ein Schiff wechseln. Warte mal. Muss ich dazu am Wasser sein? Das will ich jetzt mal ausprobieren, ob wir dann auch wirklich das Schiff fahren können. Ob das dann auch so kommt. Ich kann leider nicht schneller mit dem Pferd. Was haben wir noch für Möglichkeiten? Food, Horse, Cart und Ship. Okay, schade. Wir können nur zu Fuß, mit Pferd, Pferd mit Karren und Schiff. Was war das denn gerade? Ich habe da irgendwie am Pferd was Grünes gesehen, gell? War das der Stein, der da hinten ist? Oder war das irgendwas anderes? Ich habe mich jetzt gerade voll erschrocken deswegen. Ich dachte, wir werden attackiert, angegriffen. So, wir sind jetzt gleich am Wasser. Und jetzt... Alter! Was? Nein! Ich will wieder hoch! Ich will wieder auf mein Schiff! Aber ey, das ist meine, das ist die Argonische Maid, ja? Das Schiff taufen wir in die Argonische Maid. Zwar in Daggerfall existiert die halt noch nicht, die Geschichte. Die, soweit ich weiß, erscheint die das erste Mal in Morrowind. Aber das ist unsere Argonische Maid, in Daggerfall zumindest. Jetzt muss ich hier nochmal so machen. Nee, doch nicht. So. Ich wünschte, ich könnte mein Schiff irgendwie ein bisschen ausstatten. Oder steuern. Alter, wie geil. Ja, ich will hier hoch. So. Und das ist mein Schiff also von innen. Okay. Ich bin ein bisschen begeistert, sagen wir mal so, dass wir unser eigenes Schiff hier haben. Ich finde es nur schade, dass da jetzt nicht so viel zu machen ist. Vor allem hier fehlt das Steuerrad. Ja, ich wünschte, ich könnte da... Nein! Toll!
Ich habe mittlere Maustaste gedrückt und dann ist das passiert. Und wir sind wieder hier gelandet. Ernsthaft? Okay, egal, wir gehen dahin. So, dann haben wir jetzt wenigstens wieder Sentinel erreicht. Und dann schauen wir mal, wo war nochmal der Gewürzladen? Die waren alle da unten. Der Gewürzladen war da unten irgendwo. Wir können jetzt eben auch noch mal schnell die Quest abgeben an Prinz Lothon. So. Dann geben wir das mal ab, wenn das jetzt mal laden würde. So. This is what I most feared. Poor Bauste. As I promised, here's what I've heard about Lysandos. I don't know how much of this is secret, but I trust you. Lysandos was in love with this his court sorceress, a noblewoman named Medora Direni, and during the war with us. His queen found out They say that while her husband was gone, Queen Munizera banished Medora from the court. My sister Opki is a queen now, part of the treaty to ensure peace. But Munizera still resides at Castle Daggerfall as the Dowager Queen Mother. I don't know where Medora went, but I know she has an enormous castle somewhere in the Isle of Balfiera. But I also hear there is some kind of curse on her, and she can never leave. I don't know if that helps you, but that's all I know. Again, thank you for Boaz's letter. Just knowing what happened will ease my heart somewhat. Please take his wand as a token of my appreciation. Isle of Balfiera has an enormous castle on the Isle of Balfiera. Okay. Jetzt haben wir ein Band, also einen Zauberstab. Okay, jetzt bin ich aber... so. Isle of Balfiera, hier irgendwo. Die Renny Tower. The Huffsmith Farmstead. Dann haben wir The Buckingham Farmstead. The Crypts of Kingham. Upwale. Kingston Farmhead. Coppering Orchard. Hier Shrine of Vigriel. Jodeschrein. Blackhead. Gearsmith Orchard. Singbra. The Moorhouse Farmstead. Dann haben wir hier The Ashen Crypts. Gallow Market. Kingsley Orchard. The Ashsmith Farmstead. Warwich. The Gearhouse Plantation. Und Old Lysdausers Farm. Ich glaube, warte mal, wenn wir Dungeons ausmachen. Also die Renny Tower, das ist wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich das Questbezogene hier. Tempels auch ausmachen und Homes. Dann haben wir nur die hier, wo Siedlungen sind, okay. Aber ich glaube, das wird dann wahrscheinlich questbezogen sein. Der Renny Tower. Haben wir hier irgendwie jetzt was Neues? Wir müssten jetzt eigentlich nur noch in Wayrest vorankommen. Wenn wir haben jetzt hier. Ist das jetzt ein Bug, dass die noch da sind?
Denn eigentlich in Varys, also Vegasru, haben wir ja auch die Quest erledigt, meine ich. Oder nicht? So. Ich hoffe, der hat jetzt offen. Ja, der hat offen. Wir haben hier ja Gewürze, die wir nicht brauchen. So. Ja, hier haben wir nie. Oder haben wir noch irgendwas? Nur diesen Zauberstab. Und Gold. Wo kann ich den Zauberstab verkaufen? Kann ich den hier verkaufen? Dafür müssen wir erstmal wieder resten. So, der hat jetzt aber hier nichts Besonderes. Und hier jetzt auch nichts. Aber dem kann ich den Zauberstab verkaufen. Nee, kann ich nicht. Dann muss ich wahrscheinlich zum General Store. Hier, genau, General Store. Mithril Broadsword. Ja, ich hätte jetzt doch lieber gern Adamantium. Oder noch besser. So, Sell. Hier. Sonst habe ich jetzt nichts mehr hier. Okay. Ja, dann würde ich sagen, wir haben jetzt eigentlich... Das haben wir ja erledigt. Oder wir quatschen nochmal mit Lothun. Denn für ihn haben wir ja das schon erledigt, aber... Für Morgia, haben wir das für Morgia auch erledigt gehabt? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Denn wir hatten ja da von Morgia keine neue Quest bekommen, in dem Sinne. Und der Brief ist ja immer noch da, genauso wie von Lothun. Ich würde sagen, wir quatschen noch einmal mit Lothun. So. Hier. Hello Max, this is a second. I'm sorry, I'm still shaken from reading my brother's journal. I don't have time for your type. Muss ich vielleicht mit der Königin kurz quatschen? Ja, das kennen wir. Mit dem quatschen wir nicht, der ist ganz komisch. Ich weiß nicht wieso, aber ich mag den Bashi nicht. Also, der kommt mir sehr, sehr komisch vor, dieser Typ da. Ich weiß nicht mal, ob ich den richtig ausspreche. So. Mit ihr kann ich immer noch nicht quatschen. Mit ihm aber... Kommt wirklich jedes Mal, wenn ich ihn anklicke, dieses Geräusch. So, jetzt. Da haben wir die schöne Frau wieder. Hat die wieder eine neue Quest? Nein. If you could, Max, I am on need of assistance from someone I don't, I know isn't a complete buffoon. I sent another mercenary out to deliver a small package to a temple. Nothing of great value. But damned, if it wasn't stolen, well, at least this idiotic hired hand paid attention to where the bandits went. Do you think you could help me out and get my parcel back? Ja, komm, das machen wir. Thank you in advance, Max. Now the complications, the bandits sold the scarab to a temple of the resolution of Sen in Bagastarana. It apparently has some sort of religious significance. To them. In order to avoid embarrassment, I need you to steal the scarab out of the temple and get it to Blofil-E.
You'll find her at the dead castle in Horia. The scarab must be in the moronic Bluffily's hands with 38 days, and you must be back here from Horia in 38 days after that. Understand? Not a lot of time. I'm counting on you, Max. Good luck or farewell. Okay, interessante Quest. Aber dem gehen wir dann, würde ich sagen, in der nächsten Folge weiter an. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!